Herzlich willkommen zur Multiplex Airshow. Mein Name ist Lukas Nack hier und normalerweise haben wir die Airshow immer im Bruchsal. Die Multiplex Airshow ist mittlerweile sehr bekannt. Wir haben damit 2013 begonnen. Dann gab es die immer alle zwei Jahre, 13, 15, 17, 19 und normalerweise auch 21. Corona-bedingt ist es leider ins Wasser gefallen. Deshalb haben wir uns was überlegt. Wir machen einfach die Airshow als Film für euch in Spielfilmlänge. Wir haben hier Jets dabei, Kunstflugzeuge, wir haben auch Schaumodelle, wir haben tolle Scale-Flugzeuge und alles, was das Herz begehrt, was eine tolle Airshow ausmacht, packen das in einen Spielfilm. Wir werden Informationen zur Technik erhalten, zu den Piloten. Ihr werdet tolle Flugaufnahmen sehen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Film und lasst uns jetzt beginnen. Mein Name ist Alex Schick. Ich bin 28 Jahre alt, bin im Multiplex-Team seit 12 Jahren. Damals durch die DMV-Jugendwettbewerbe ins Team mit reingekommen und seitdem treuer Begleiter von Multiplex. Ich habe dieses Wochenende mitgebracht den Paritec Natrix und den SZ59 mit Klappimpeller. Und hier sind wir jetzt auf dem Flugplatz. Alex Schick mit seiner Natrix aus dem Hause Paritech. Die Turbine läuft hoch, die Kabinenhaube wird jetzt noch drauf gemacht und vorne festgeschraubt und dann geht's gleich los. So, startfrei für Alex Schick mit der Natrix. Der Natrix hat eine Spannweite von 2,66 m, eine Rumpflänge von 3,05 m. Verbaut ist eine JetCat 220 und rundum Hightech Servos D955. Zwei Empfänger sind drin in Verbindung mit einer Akkuweiche, zweimal der RX16 Pro und geflogen das Ganze mit der Profit X. Mit dem Natrix bin ich vor zwei Jahren auf der Jet Sportklasse mitgeflogen, auf der Deutschen Meisterschaft, konnte da auch den zweiten Platz erzielen. Und ja, ist mein aktuelles Lieblings-Showmodell, wo man halt auf diversen Veranstaltungen unterwegs ist. Ja. Ja, das breite Einsatzspektrum vom klassischen Kunstflug bis zum Highspeed, dann auch die Klappen voll raus und flachen tiefen Überflug und halt auch die Gutmütigkeit, einfach mit den Klappen total gutmütig, auch langsam und halt ein sehr breites Einsatzspektrum von den Modellen. Jetzt kommt er hier, Alex Schick mit gesetzten Klappen bei der Natrix. Da sieht man mal wirklich, wie langsam man das Modell auch fliegen kann, tief unterwegs. Und das ist die klassische Figur, dass man dann immer einen Vollkreis fliegt mit gesetzten Klappen. Schön tief und so kann man das Modell wirklich auch sehr schön beobachten, sehr schön anschauen. Das tolle Airbrush unten mit Schriftzügen der Firma Paritech. Eine langgezogene Rolle. Und jetzt kommt der Abschwung. Mein Multiplex-Lieblingsmodell ist aktuell der Funray, weil er halt einfach auch komplett durchs Kunstflugprogramm geht, aber auch mal im Hang oder so sich gut fliegen lässt, aber auch in der Ebene ein absolutes Spaßgerät und ist ein immer dabei Modell. Ja, Alex hat natürlich eine Smoke-Anlage eingebaut, da wird dann Öl in den heißen Abgasstrahl eingespritzt mit einer kleinen Smoke-Pumpe. Und dann kommt hinten dieser Smoke raus und macht einen tollen Effekt bei allen Kunstflugzeugen und Jets.
Fahrwerk ist draußen und jetzt wird er gleich aufsetzen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier applaudieren, meine Damen und Herren, Alex Schick mit seiner Natrix. Jawohl. Jetzt nochmal ein paar Slow-Mo-Aufnahmen vom Alex. Hier sieht man nochmal die Natrix, die übrigens auf der Jet Power damals geairbrushed wurde, wenn ich es recht weiß. Das müsste 2017 gewesen sein. Danke, Alex, für diesen tollen Flug. Hallo, mein Name ist Werner Kohlberger, bin jetzt seit 10 Jahren im Multiplex-Team. Ich fliege heute mit der Grill Ares und dem Model Bauer Slick. Und da sehen wir sie schon, die Slick X360 von der Firma Model Power, pilotiert von Werner Kohlberger. Das Flugzeug wird in Tschechien gefertigt, von der Firma Model Power. Inhaber ist der Peter Zack. Und hier die Maschine von Werner in einem ganz tollen Airbrush-Design. Das sieht in echt wirklich unfassbar gut aus, sehr gut gemacht. Eine Holzoptik ist hier drauf. Das Modell selber hat natürlich einen Rumpf aus einem GFK Herex und Flächen in Styro-Balsa-Bauweise. Das Ganze wird dann foliert und hier geairbrushed und nochmal mit einem 2K Klarlack überzogen. Ich fliege heute die Model Bauer Slick mit einem ZDZ 180 Motor, Krummschalldämpfer und Falcon 3-Blatt Propeller. Am Servos habe ich die Hightech 9381 verbaut und fliege die Powerbox mit zwei Multiplex RX Empfängern. Ja, und der Werner ist ein wirklich sehr guter Freestyle-Pilot, sehr guter iMac-Pilot. Zeigt uns hier mal einen Auszug von seinem Repertoire. Durch die Bauweise mit dem GFK Herex-Rumpf und den Styro-Balsa-Flügeln ist das Flugzeug in Verbindung mit einem Dreiblatt-Propeller gar nicht mal besonders laut. Werner hat hier jetzt den ZDZ 180 mit einem Falcon 29x13 Zoll Dreiblatt-Propeller drauf. Und trotz 3 Meter Spannweite und relativ viel Hubraum und viel Leistung ist das kein lautes Flugzeug. Die Gasannahme ist natürlich ein bisschen anders wie beim Zweiblattpropeller. Aber Werner hat uns hier ganz toll gezeigt, wie man so ein Flugzeug auch leise bewegen kann, sehr exakt fliegt. Und es ist einfach toll, ihm zuzuschauen. Werner Kohlberger aus Österreich. Servos hat Werner 9381 drin. In dem Modell sind je 3 Stück auf einem Querruderblatt verbaut, also 6 auf Querruder, dann auf Höhenruder pro Klappe 2. Dann ist man schon bei 10 Servos und auf Seitenruder auch 2. Also hat das Flugzeug insgesamt 12 Servos auf den Steuerflächen drauf und dann noch ein Gasservo. Und so ist Werner hier unterwegs. Ja, Werner wird im Jahr 2022 auch wieder in die USA fliegen zum Tucson Aerobatic Shootout und sich dann mit den Großen der 3D-Szene messen. Da war er auch schon, ich meine, das war 2019 und auch recht erfolgreich dabei, muss man sagen. Jetzt kommt er hier rein zur Landung. Werner Kohlberger! Jetzt sehen wir nochmal die Slow-Mo-Aufnahmen von
Werner Koberger mit seiner Slick X360. Wunderschönes Flugzeug, Fernsteuerung, eine Core M-Link. Mein Name ist Ulf Reichmann. Ich bin seit vielen, vielen Jahren im Multiplex-Team. Ich kann es gar nicht genau sagen, wie lange. Und du? Genau. Also mein Name ist Dominik Grebe. Ich bin seit 2007 im Multiplex-Team. Ja. Ja, und hier sehen wir die beiden mit einer Wilga. Das ist eine Frisch-Wilga, pilotiert vom Ulf Reichmann. Und hinten dran Dominik Grebe mit einem Antares. Und sie werden uns jetzt hier Seglerschlepp zeigen, vom Allerfeinsten. Ja, wir sind heute als Gespann unterwegs gewesen. Ich bin mit der mittleren Frischwilga geflogen, mit 3,20 Meter Spannweite. Die ist ausgestattet mit dem 140er King mit Bordanlasser. Und der Dominik hat seinen Segler dabei gehabt. Genau, ich fliege eine Antares aus dem Hause RC Flight Academy im Maßstab 1 zu 2,5. Wir haben 7,20 Meter Spannweite und verbaut sind die Hightech Servus HSB 9380TH. Ja, die habe ich auch. Das ist Zufall, aber das ist wirklich ein Top-Servo mit wenig Stromverbrauch durch den Brushless-Antrieb. Und da setzen wir beide drauf und sind super damit zufrieden. Also gerade wenn man viel Show fliegt und oft auch fliegen kann und lange fliegt, dann ist halt ein niedriger Stromverbrauch doch ein Riesenthema und kommt natürlich dann auch dem Fluggewicht entgegen, weil man wenig Akku braucht. Ich fliege nur einen Akku, also wirklich 7,4 Volt, ein Pack und kann den ganzen Tag mitfliegen. Ja, wir haben uns in den letzten Jahren immer auf solchen Events sehr gut zusammengefunden und haben das einfach mal gemacht. Und ja, man muss sich einfach auf den anderen sehr verlassen können und einfach das Vertrauen haben, dass das einfach funktioniert. Und das klappt bei uns wunderbar und man kann sicher an dem Video dann auch sehen, was wir für schöne Überflüge mit Touch and Go und so weiter gemacht haben. Ja, ich wünsche allen viel Spaß dabei und dann sieht man eigentlich schon, wie viel Spaß das auch einfach macht. Ja, da gibt es eigentlich gar nicht groß was zu ergänzen. Also mit dem Ulf Seglerschlepp zu machen, das ist halt, ja, ich weiß, was der Ulf macht oder ich weiß, ich kann mich zu 100% auch auf den Ulf verlassen. Wenn wir sagen, wir landen nebeneinander, dann weiß ich, der Ulf, der hält seine Linie und ja, beim Aufsetzen ja, sind wir halt so dicht zusammen, das sieht man auch wahrscheinlich auf dem Video sehr ganz gut. Ja. Momentan fliege ich sehr gerne den Lentus, der hat also wirklich jetzt so in den letzten Monaten Priorität gehabt. Aber natürlich auch der Funray ist unschlagbar, einfach im ja, ein bisschen schnelleren Fliegen, im Kunstflug und so weiter. Aber der Lentus ist schon echt cooles Flugzeug. Genau. Also mein Multiplex-Lieblingsmodell ist derzeit tatsächlich die Fun Cup. Mit der Fun Cup kann man allen möglichen Spaß haben, ob wir mit Wasserski aufs Wasser gehen oder im Winter im Schnee fliegen. Die Fun Cup kann ich immer mal schnell ins Auto schmeißen. Mit einem 3S-Akku ist das relativ easy. Ein 3S-Akku hat jeder irgendwie zu Hause. Jetzt kommt die Abschlussfigur der beiden und zwar der Split. Einer geht dabei nach links, einer nach rechts. Gleichzeitig wird ausgeklingt und los geht's. Wunderschön vorgeflogen von den beiden Ulf Reichmann und Dominik Grebe. So, jetzt kommen sie hier rein zur Landung und werden dann auch zusammen aufsetzen.
Jawohl. Ulf Reichmann, Dominik Rewe. Perfekt vorgeflogen. Vielen Dank euch beiden. Hier nochmal die Slow-Mos. Der Touch and Go von der Wilga. Übrigens selber lackiert vom Ulf Reichmann. Er macht das immer, lässt sich da immer besondere Designs anfallen. Hier jetzt in der Aspirin-Lackierung. Und hinten dran die Antares von Dominik Rewe. Ja, servus, ich bin der Chris, ich komme aus Bamberg, bin 22 Jahre alt und Modellfliegen tue ich eigentlich seit ich 4 bin. Hab da damals angefangen mit dieser kleinen Multiplex Pico Cup, also hat auch damals schon mit Multiplex begonnen. Fliegen tue ich seit der Messe in Friedrichshafen im Jahr 2018 für Multiplex. Und Chris zeigt uns hier eine Pitts S2B aus dem Hause 3W Modellmotoren. Motor ist in dem Fall der 3W220B4, ein Vierzylinder Boxermotor, ein Zweitakter und er hat richtig Dampf im Kessel. Fernsteuerung, die wir hier sehen, ist die Multiplex Core M-Link in Zusammenarbeit mit Powerbox und gleich geht's ab. Chris Werner. Also Pitts. Ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen. Riesiger Doppeldecker. Spannweite 2,69 Meter, 220er Vierzylinder, 24 Kilo, also da brennt die Luft. Also ja, macht riesig viel Spaß. Ich habe da den Wingstabi eingebaut, Multiplex, jetzt neu mit dem GPS. Erleichtert halt das Fliegen, vor allem auch bei Seitenwind oder so. Aufgrund des hohen Rumpfes ist die halt schon recht seitenwindempfindlich. Das ist halt dann einfach durch den Wingstabi weg. Und als Servos habe ich da die Hightech D951 auf Querruder verbaut und im Leitwerk habe ich dann die Hightech 9381. Ja, und nachher werden wir auch noch eine echte Pitts sehen. In einer sehr ähnlichen Lackierung, dann später von Rainer Kamitz pilotiert. Er hat auch das echte Flugzeug als Modell nachgebaut. Dann von der Firma Weyershäuser, im Besitz von Bodo Ulbricht, EMHW. Eine ähnlich große Maschine wie die 3W-Maschine von Chris hier. Ja, und Chris, man sieht es wirklich, ist ein sehr begnadeter Kunstflieger, Schauflieger. Und die Pitts ist prädestiniert für sämtliche Überschlags- und Tumble-Figuren, was er uns hier wirklich eindrucksvoll zeigt. So, jetzt geht er rüber in seinen 3D-Teil der Darbietung. Das ist mit der Pitts nicht ganz so einfach, weil sie jetzt nicht bis zum Rumpf herangezogene Querruder hat, sondern die nur außenliegend sind. Da ist dann so eine Powerrollen oder ein Rollenkreis, ist da etwas schwieriger zu fliegen. Man muss das sehr genau aussteuern, wenn man die Richtung und den Kurs halten will. Aber der Chris, der macht das nicht erst seit gestern und kann das wirklich gut. Jetzt Rücken Harrier, da ist das Modell ungefähr 45 Grad angestellt und er geht in die Torque-Rolle. Torque-Roll, Smoke on, Chris Werner. Der 9381 ist auch mein persönliches Lieblingsservo. Ich liebe dieses Servo, weil es halt einfach von der Stellkraft her vollkommen ausreichend ist mit 34 Kilo, aber der wichtige Punkt für mich ist halt auch immer, dass ein Servo hart um die Nulllage sein muss und das ist halt bei dem Servo gegeben, vor allem wenn man jetzt auch nur ein Servo auf einer Ruderfläche hat, jetzt zum Beispiel bei der Pitts und du hast da halt vorne großen 32 Zoll Propeller, der halt da mit 6.500 dreht, da kommt halt schon ordentlich Luft hin und dann mal so, man kann klar günstigere Servos einsetzen,
Zum Beispiel auch das D954 kann man auch einsetzen. Ist auch ein super Servo. Preis-Leistung passt meiner Meinung nach super. Kostet um die 100 Euro. Hat, glaube ich, 29 oder 32 Kilo. Ja, aber wie gesagt, 93, 81 Brushless Servos ist einfach der Hammer. Und vor allem auch der Stromverbrauch ist auch echt klasse. Wir sind die geflogen beim Pirmin, war das in Model City, haben mal gemessen, also wir haben in 6 Minuten 3D-Flug, also wo man halt auch wirklich viel steuert, viel rührt, sag ich mal, wo man auch Belastung drauf kriegt, hatten wir halt 120 mA gebraucht aus beiden Akkus. Und das ist halt schon mal ein Wort. Ja, der Chris ist mittlerweile bekannt für 3W und auch bekannt für Großmodelle, hat unter anderem eine Carbon Cup für eine Firma Gruppmodellbau und zeigt auf einigen Veranstaltungen und Messen diese Modelle, gehört mittlerweile eigentlich fast zum Inventar auf der Segelflugmesse, auf der Glider Expo. Und hier kommt er rein, Chris Werner, meine Damen und Herren, wunderschön vorgeflogen. Mit dieser Pitz S2B. Und jetzt nochmal die Slow-Motion-Aufnahmen. Man kann fast nicht unterscheiden, gerade wenn der Himmel so blau ist, ob das ein echtes Flugzeug oder ein Modell ist. Danke Chris für diese Vorstellung und es geht direkt weiter. Ja, hi, ich bin der Lukas. Ich arbeite auch bei Multiplex, bin dort in der Geschäftsbereichsleitung verantwortlich für die Produktentwicklung, für Vertrieb und Marketing. Bin seit 14 Jahren dort, habe letztendlich auch so ein Studium gemacht als Wirtschaftsingenieur, ein duales Studium auch schon bei Multiplex. Bin mit der Firma letztendlich groß geworden und es gefällt mir immer noch. Viele wechseln ja dann irgendwann den Beruf oder so. Aber ich fühle mich der Firma einfach sehr verbunden. Wir haben ein ganz tolles Team, ganz viele Teampiloten und es macht nach wie vor Spaß, dort zu arbeiten, Produkte zu entwickeln, mit dem Team irgendwas zu machen, so wie jetzt auch heute hier diesen Film, Airshow, der Film, was wirklich was Neues ist, was Besonderes ist und was auch wirklich super viel Spaß gemacht hat. Die Viper, die ist im Firmenbesitz seit 5 Jahren jetzt, haben wir 2015 gekauft und war letztendlich auch ein Testmodell für Swing Stabi. Wir fliegen ja selber, probieren die Produkte auch aus, die wir dann verkaufen und dort haben wir halt ein Wing Stabi drin, 16-Kanal-Version mit integrierter Akkuweiche. Jetzt mal haben wir auch diesen Magnetschalter drin. Das finde ich ein ganz tolles Teil, weil man wirklich keinen Gramm mehr irgendwie in den Rumpf reinfräsen muss, sondern mit einem Magnet einfach das Modell an- und ausleiten kann. Und dort verbauen wir immer aktuelle Technik und halten das Flugzeug letztendlich auf Stand. Servos sind die ersten drin, die wir jemals verbaut haben. Das sind die 9485 HB. Sind Brushless Servos der 100 Euro Klasse. Drücken so um die 20-25 Kilogramm und sind für die Viper wirklich perfekt. Also noch nie irgendwas gehabt und so, ist wirklich ein tolles Teil. Turbine ist eine IQ Hammer 200. Gibt es mittlerweile nicht mehr, aber eine 200er Turbine ist da drin. Ansonsten sind Lichter drin von der Firma Optotronics. Gibt es glaube ich auch nicht mehr, ist auch schon wieder ein bisschen älter, aber es funktioniert nach wie vor einwandfrei. Warum sollen wir es ändern, wenn es funktioniert? Fahrwerk ist vom Turbo Digi, gibt es auch nicht mehr. Heute wird man wahrscheinlich ein Electron oder sowas einbauen, aber ist völlig egal, das Flugzeug funktioniert einfach, macht Spaß. Ja, vielleicht habt ihr mittlerweile
rausgehört, wer hier der Moderator aus dem Off ist. Und zwar der gleiche, der gerade interviewt wurde. Mein Name ist Lukas Nack hier. Ich führe euch hier ein bisschen durchs Programm. Das mache ich auch, wenn wir die Airshow haben, die dann wirklich stattfindet im Bruchsaal, zusammen immer mit Bernd Beschorner und mit Manfred Grewe in den letzten Jahren. Viele Grüße an euch zwei. Ihr wart leider nicht bei uns dabei beim Airshow der Filmtermin. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass das auch in den nächsten Jahren wieder stattfinden wird. Und hier seht ihr gerade ein Rollenlooping mit der Viper. Da fliegt man dann Looping und rollt die ganze Zeit dabei. Das geht erstaunlich gut, obwohl es eigentlich kein reines Kunstflugzeug ist, aber es ist ein sehr kunstflugtauglicher Jet. Futura oder ähnliche Flugzeuge, da ist das dann auch möglich. Fahrwerk ist jetzt draußen und schauen wir mal, ob das auch zur Erde kommt. So, da setzt das Flugzeug auf. Auch noch mal von dem Viperjet die Slow-Mo-Aufnahmen. Hier mit gesetzten Klappen, Scheinwerfern an. Hi, ich bin Emanuel Kamitz. Ich bin 23 Jahre alt, betreibe Modellsport seit 18 Jahre und bin jetzt zusammen mit meinem Vater seit 4 Jahren im Multiplex-Team. Und ja, es ist einfach mega cool in dem Team. Ein super Team-Zusammenhalt ist da. Es werden immer neue Modelle auf den Markt gebracht, die einfach top gehen. Und es macht mega Spaß, mit dem Team zusammen unterwegs zu sein und bin wirklich stolz, dabei zu sein. Ja, schöne Worte von Manu Kamitz. Hier zeigt er uns jetzt Kunstflug, 3D-Kunstflug mit seiner Slick X360. Vorhin haben wir schon die Maschine von Werner gesehen. Vorhin mit einem ZDZ 180 mit 3 Blatt und jetzt mit einem 3W 170 mit 2 Blatt Propeller. Ja, hier und heute habe ich jetzt die Slick X360 von Model Power dabei. Mein aktuelles 3 Meter Freestyle-Wettbewerb und Programmmodell. Die Slick, die habe ich ausgerüstet komplett mit 9381 Hightech-Servos. Mit Abstand das beste Servo, was es aktuell am Markt gibt. Einfach der Strombedarf ist sensationell gering. Ich habe gerade mal 2500 mAh Akkus drin, 2 Stück, und kann damit 4 Flüge machen ohne Probleme bei extremsten 3D. Ausgerüstet ist die Slick mit dem 3W170 CS. Da der Flieger nur 17,8 Kilo wiegt, ist die Leistung brachial gut. Die Akkus sind Powerbox-Akkus, Powerbox-Smogpumpe, und ich habe den Master DR16 Empfänger, die Akkuweiche, habe ich verbaut. Und das ist halt super, weil Empfänger und Akkuweiche in einem Produkt quasi ist und ich einen Bauteil mir somit spare. So, das ist dann die Figur, wo beim Richtungswechsel die Spannung steigt. Aber Manu macht das ohne Höhenversatz. Riffle Rolls sind das. Ja, und Riffle Rolls sind die Königsdisziplin des 3D-Flugs. Ganz vorne mit dabei der Jay Stasia aus USA. Aber Riffle Rolls gehören auch mittlerweile zum guten Repertoire eines sehr guten 3D-Piloten. Alles Figuren, sage ich mal, für unter 35-Jährige. Danach ist man einfach raus. Ich bin über 35, kann ich an der Stelle hier sagen. Lower! Yeah!
Ich fliege mit der Slick natürlich auch Wettbewerbe. F3RX zu seiner Zeit noch, jetzt natürlich dann nur noch iMac, weil F3RX gibt es leider nicht mehr. Und war mit der Slick dann Freestyle und Programm fliegen, weil der Flieger einfach extrem neutral auch geht. Und das bietet sich beim Freestyle-Fliegen EXFC, wo ich schon sehr oft teilgenommen habe, super an. Auch bei iMac und EAC-Wettbewerbe ist der Flieger gut geeignet. Da habe ich auch schon durchaus ein bisschen Erfolge feiern können. Beim iMac in der Intermediate-Klasse habe ich 2015 gewonnen in Plattling, und beim F3RX konnte ich auch schon einen deutschen Vizemeistertitel bekommen. Also ich finde aktuell die Fun Cup XL NG am coolsten, ganz einfach, weil das erste Modell, wo ich ins Multiplex-Team gekommen bin, war eine Fun Cup XL. Und ich fand den Flieger damals schon voll cool, und jetzt die NG ist halt einfach, da verbinde ich so ein bisschen die Vergangenheit damit, wie ich da angefangen habe in dem Team jetzt. Und der Flieger macht mega Spaß, man kann mit ihm schleppen, man kann mit ihm ein bisschen so 3D-Fliegen tauchen, man kann halt jeden Quatsch mit dem Flieger machen, und deswegen finde ich die richtig cool, sieht cool aus. Und es gibt auch ein originales Vorbild, so ungefähr, von dem Modell. Und ja, das ist absolut mein Favorite gerade. Ja, noch zu kurz zum Bauservice. Also mit meinem Vater zusammen führe ich auch den Modellbauservice Kamitz, und auch da verwenden wir in der ganz viele Kundenmodelle, ausschließlich dann Hightech Servos und auch sonstige Komponenten dann von Multiplex, und auch das, wo wir dann wirklich viel Material verwenden, wo von Multiplex-Hightech stammt, es funktioniert immer, da kommen wirklich auch nie Reklamationen und so weiter auf die Akkus und so. Das tut alles, und es gibt halt ein gutes Gefühl, dann im Prinzip auch an den Kunde was weiterzugeben, was qualitativ einfach sehr hochwertig ist. So, und hier kommt er rein, Manu Kamitz. Danke, Manu, für diesen wunderschönen Flug, für die Präsentation deiner schönen Slick X360. Dem 3 Meter Kunstflugzeug im Moment. Und wir sehen auch hier nochmal die Slow-Mo-Aufnahmen vom Manuel Kamitz. Torque-Roll, Rücken flach trudeln und ordentlich Smoke. Hallo, mein Name ist Florian Vogelmann, bin 25 Jahre alt, betreibe seit dem 6. Lebensjahr Modellflug, hauptsächlich Segelkunstflug und ein bisschen Showflug im Doppeldecker, bin seit 2011 im Multiplex-Team. So, der Schlepppilot ist der Ulrich Treitz mit seiner Eigenbau Monsun, und hinten dran Florian Vogelmann mit dem Solo Fox. Da ich ja seit 2011 schon im Team bin, habe ich natürlich auch die ganze Multiplex-Flugtage alle mitgemacht, heißt die ganzen Airshows. Und es ist halt auch immer toll, wenn man dann die Leute sieht, gerade die man unter dem Jahr sieht auf der Wettbewerbe. Dann auch nochmal, wenn sie die ganze Show zeigen. Auch andere Modelle, klar, ist recht vielseitig, auch ein recht großes Team. Und deshalb ist es natürlich einfach klasse, wenn man sich gerade auf so Flugtage immer wieder sieht. Also ich habe jetzt hier speziell für den Flugtag habe ich meinen Solo Fox dabei. Ist auch mein Wettbewerbsmodell. Das ist ein reines Segelkunstflugzeug mit 17 Kilo Abfluggewicht. Maßstab 1 zu 2,5, wie gesagt nur von reiner Segelkunstflug, mit dem ich auch Wettbewerbe fliege, in der Unlimited-Klasse. Ich habe hauptsächlich, aus Servos habe ich überall 7954 drauf, von Hightech, ein DR16-Empfänger und fliege das Ganze mit der Profi TX60. Ich fliege Segelkunstflug-Wettbewerbe mit dem Solo Fox. Da gibt es zum einen mal die Rookie-Klasse, die Advanced-Klasse und die Unlimited. Ich fliege in der Unlimited-Klasse und bin da jetzt gerade. So, jetzt sind sie auf Höhe. Flori klingt aus und zeigt uns hier einen wunderschönen Segelkunstflug mit Rauch.
Sag mal, an dem Modell gefällt mir, dass es einfach ein kleines Segelkunstflugzeug ist. Heißt, es geht richtig präzise, wenn es sauber eingestellt ist. Es macht einfach das, was der Pilot ihm sagt. Man hat eigentlich kein Eigenleben und dementsprechend natürlich auch präzise. Zu seiner Abschlussfigur von seinem Programm, Florian Vogelmann. Man möchte da gar nicht viel reden bei so einem Segelkunstflugprogramm, weil es einfach so schön ist und so eine Ästhetik hat und einfach so faszinierend schön ist, das Hobby in einer der schönsten Formen präsentiert, und der Florian ist wirklich ein Meister. Hier kommt er rein zur Landung. Florian Vogelmann. So, jetzt nochmal die Slow-Mos, meine Damen und Herren. Florian Vogelmann mit seinem Solo Fox der Firma Bruckmann Modellbau. Vielen Dank, Florian Vogelmann, für deine tolle Präsentation. Ja, mein Name ist Rainer Kamitz, ich bin 48 Jahre alt, komme aus der Gegend von Ulm bei Langenau und Modellflug betreibe ich seit meinem dritten Lebensjahr. Fürs Multiplex-Team fliege ich jetzt seit 5 Jahren. Die Futura von Tomahawk, die hat 2,50 Meter Spannweite. Verbaut ist eine Jetcat-Turbine P220. Powerbox-Weiche und selbstverständlich die richtig geilen Hightech-Servos, die wirklich hundertprozentig funktionieren. Und wenn man das so sieht, auch bei der Geschwindigkeit absolut präzise, Rückstellgenauigkeit enorm. Also wirklich das Nonplusultra, muss man echt sagen. Die so, Vollgas wird gegeben und es geht los. Rainer Kamitz mit der Tomahawk Futura. Das einzige Fahrwerk ist drin, in dem Fall ein elektrisches, und es geht hoch zur ersten Figur. Und dann schauen wir mal, wie der Rainer sich so schlägt. Die Futura fliege ich extrem gern. Ich fliege jetzt schon, sage ich mal, 2 Jahre fliege ich diese Futura. Ich habe aber schon 3 Futuras gehabt. Die sind nicht abgestürzt, nein, sondern die habe ich verkauft. Und die Futura fliege ich 2 Jahre und geht phänomenal. Ja, zuletzt habe ich den Rainer auf der Glider Expo in Hülben fliegen sehen, auch genau mit diesem Modell. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Da hoffen wir mal, dass wir das auf diversen Flugshows mal wieder sehen können. Es ist auf jeden Fall immer eine tolle Show, wenn er mit der Futura unterwegs ist. Multiplex-Lieblingsmodell ist der Twinstar. K
klingt komisch, ist aber so, weil der Twinstar im Winter zum Beispiel sensationell bei ruhigem Wetter, da kann man auf Schnee, auf Eis, man kann mit dem Ding einfach fliegen, man kann Bodenstarts machen, indem man so dahin rutscht und so. Also man kann Kurvenflieger, ein Flügel immer auf dem Boden streifend. Das Ding fliegt halt sensationell und deswegen finde ich das eigentlich so mein Lieblingsmodell vom Multiplex. So, das Fahrwerk ist wieder ausgefahren und jetzt kommt er hier rein. Butterweich aufgesetzt, Rainer kam jetzt mit der Futura sehr schön vorgeflogen und er kriegt auch ordentlich Applaus. Jetzt die Slow-Aufnahmen nochmal von Rainer Kamitz. Er ist hier wirklich tief unterwegs mit dem Flugzeug. Das ist nicht mal mehr eine Handbreit. Absolute Perfektion. Danke, Rainer, für diesen tollen Flug. Und zum anderen auch noch ein Favorite-Flieger von mir ist jetzt der Lentos vom Multiplex. Nachdem ich jetzt seit Anfang des Jahres so ein bisschen auf der Seglerschiene bin, hatte ich den jetzt auch vor kurzem in Italien dabei im Urlaub. Und ja, ist einfach richtig schön, da abends mal, wenn man noch irgendwie spazieren ist, den dann kurz aus dem Auto rauszuholen, um mal kurz da den Hang runterzuwerfen. Und falls man halt dann doch mal absäuft, kann man halt dann mal kurz den Motor anmachen. Und ja, hat wieder seine Ruhe, sage ich jetzt mal. Genau. Momentan fliege ich sehr gerne den Lentos. Der hat also wirklich jetzt so in den letzten Monaten Priorität gehabt. Die Modelle, die hier geflogen werden, haben alle Standardkomponenten drin. Die FunCap hat einen Roxy-Motor mit einem 3S Lipo-Akku mit 2600 mAh vorne drin. Der Lentos ebenfalls. Und wir hatten wirklich viel Spaß, wie man hier auch sieht, haben das alles nicht ganz so ernst genommen. Aber dafür sind die Modelle wirklich perfekt. Man kann wirklich perfekt Schleppen üben oder auch, was jetzt gerade sehr im Trend ist, in Bodennähe mit einem Schleppgespann Kreise fliegen, Achten fliegen. Und da sind die Modelle wirklich toll dafür. FunCap NG hier, 1,40 Meter Spannweite. Und hinten dran der Lentos mit 3 Meter Spannweite. Perfekte Trainingsmodelle. Treu FunCap NG, die habe ich damals an der Messe bekommen, als sie neu rauskam. Ich glaube, das war Friedrichshafen, ne? Wo wir die vorgestellt haben. Und seitdem treuer Begleiter. Also macht immer noch viel Spaß. Wir sind sie vorhin geflogen zu 5 oder zu 6. Das ist einfach richtig lustig, auch im Winter mal, wenn der Schnee liegt, mit den großen Buschwheels, da einfach mal die da so auf dem Feld hinzustellen und dann gibt man halt kurz Gas mit Klappen und so nach einem Meter fliegt es halt einfach. Kann man echt richtig lustige Sachen machen. Also mein Multiplex-Lieblingsmodell für den Moment ist der FunCap XL. Ich habe jetzt der neue Fahrwerk aufgebaut und jetzt ist der 200 Gramm leichter als die erste Version und das gefällt mir, denn also der kommt so im Auto einfach zum Aufbauen, 2 Minuten aufgebaut. Das habe ich immer im Auto mit 2 Akkus, Sender und dann bist du auf der Platz, 2 Minuten montiert und kannst du also Kunstflug machen, also langsamer Flug, ein bisschen später Flug, Messerflug und das gefällt mir ganz. Ja, mit der FunCap kann man sehr viel Spaß haben, Staffelflüge machen, Kunstflug machen. Es ist wirklich ein tolles, immer dabei hab Flugzeug. Und ja, wie ihr seht, kann man damit sogar Torken, Kunstflug 3D machen. Oder auch ganz normal fliegen. Es ist einfach ein toller Flieger. Jeremias Hartmann. Ich bin seit 2012 Teampilot bei Multiplex Modellsport und seit 2,5 Jahren arbeite ich da Vollzeit als Produktentwickler und entwickle Modellflugzeuge sowie Elektronik.
fliege heute auf der Airshow meinen neuen Cobuz von der Firma C-Flix Modellbau in Kombination mit Carve Models. Ein Carbonflugzeug, sehr schnell, sehr effektiv und ja, einfach ein cooles Segelflugzeug mit Impeller. Also ich habe All Around Hightech 9381 eingebaut an einem RX 16DR Master mit unserem neuen Magnetschalter, der auch aus meiner Feder stammt. Genau, super Setup und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Der Cobuz, ich finde ihn einfach von dem Erscheinungsbild schon richtig hübsch und einfach mal was anderes wie ein Swift oder wie ein Stingray oder sowas. Und er geht super genial im Kunstflug. Er ist thermisch echt auch noch stark, das ist erstaunlich eigentlich. Er hat ein relativ hohes Gewicht, aber auch einen genialen Durchzug. Eine sehr moderne Auslegung im dünnen Profil und einfach von der Qualität, wie er gefertigt ist, echt ein geiles Flugzeug. Ja, ein Pop-Top mit dem Cobuz von C-Flix bzw. Carve. Auch sowas ist heutzutage möglich. Und Jeremias ist unterwegs in den Sparten Kunstflug und Segelflug, wie er vorhin schon erzählt hat. Und da kann man auch sehr schön dann Figuren übernehmen aus den Sparten und das Ganze kombinieren. Das macht er sehr gut und zeigt hier sein Display mit dem Cobuz. Eigentlich komme ich aus dem Segelflug, wie ganz viele. Ich habe das gelernt von meinem Papa und habe das dann so ein bisschen vernachlässigt, kann man sagen. Bin dann in die Kunstflug-Ecke abgedriftet, bin da auf Wettbewerbe und so weiter geflogen und bin in den letzten Jahren wieder zurückgekommen zum Segelflug. Zum Beispiel mit der AC26 von Tangen Modellbau. Die bin ich jetzt wirklich 4 Jahre lang sehr intensiv geflogen, auch mit dem C-Flix 54 Impeller. Ein geniales Flugzeug. Und dann bin ich jetzt umgestiegen auf den Cobuz, der einfach nochmal eine Spur aggressiver ist und nochmal mehr wie ein Kunstflugzeug einfach auch fliegt. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Zum einen, also mein Lieblingsflugzeug bei Multiplex ist tatsächlich der Funray, weil ich finde, er ist einfach ein sehr, sehr gelungenes Flugzeug. Und der neue Razor, den taugt mir auch echt gut. Und seid gespannt, es kommt was Cooles und das entwickle ich eben gerade. Mit meinem Chef, mit Lukas Nagel zusammen. Das ist ein Flugzeug, was wir wirklich brauchen, wir zwei privat, weil wir eben auch sehr viel Kunstflug machen. Kleiner Spoiler. Genau. Und was reizt mich selber? Klar, bei uns ist immer so aufgeteilt, jeder Mitarbeiter, der in der Entwicklung arbeitet, der entwickelt eher Flugzeuge aus seinem Bereich, sag ich mal. Da ich jetzt eher kunstfluglastig bin oder aus dem Kunstflug komme und da Erfahrungen habe, macht es natürlich Sinn, dass wenn es vielleicht mal ein neues Kunstflugzeug gibt, ich das dann auch betreue. Andere Mitarbeiter, die kommen aus der Seglerrichtung, dann machen die eher zum Beispiel den Lentus oder den Funray und andere sind ganz breit aufgestellt, machen dann eben die anderen Flugzeuge. Und was mich, wie wir auf die Ideen kommen, sag ich mal, das passiert einfach. Das ist ganz schwierig zu sagen, man sitzt jetzt nicht am Tisch und überlegt, was machen wir jetzt ganz speziell, sondern wir sind alle selber Modellflieger und wir haben so den Finger am Markt und wir hören den Puls, was der Markt haben will. Und das hört vielleicht von euch auch jemand, wenn er einfach am Flugplatz ist und dann merkt man, was wollen die Leute, was ist gerade modern, auf was steht man, welche Flugzeuge sind bei den echten sehr aktiv. Bei den Manntragenden sind ja zum Beispiel gerade die Segelflugzeuge wie GP14 und so weiter und auch ein Ventus und ein Ventus. Das kommt dann einfach so zusammen und am Ende entsteht einfach ein tolles Flugzeug. So sind die Landeklappen gesetzt. Und er setzt auf mit dem Cobuz Jeremias Hartmann hier bei Airshow der Film. Und wir schauen uns die Slow-Mo-Aufnahmen nochmal an. Hier sieht man sehr schön, wie der Klappimpeller ausgefahren wurde. Und der Pop-Top. Danke Jerry für diesen Flug. Und es geht direkt weiter. Mein Name ist Dennis Gutowski. Ich komme aus der Nähe von Koblenz. Ich bin 23 Jahre alt und mache jetzt Modellflug schon seit 20 Jahren. Ich habe das Hobby von meinem Opa und von meinem Papa und so geht das von Generation zu Generation weiter.
Ich bin jetzt im Multiplex-Team seit 2016. Heute fliege ich für euch den Skywing Laser 260. Da sind ausschließlich Hightech-Servos verbaut, die 9381, womit ich sehr, sehr zufrieden bin. Der Flieger, den ich heute für euch hier fliege, der hat jetzt 800 Flüge runter. Und ich habe bisher noch keine einzigen Probleme gehabt mit dem Servos oder auch mit dem Master 16 Empfänger oder mit der Profi TX16. Die Sachen laufen einwandfrei. Ja, Dennis Gutowski ist bekannt bei uns im Haus und auf den Airshows. Er gibt wirklich immer alles mit seinen Kunstflugmodellen. Sein Genre ist 3D XA Kunstflug und das beherrscht er wirklich sensationell gut. Ist einer der besten deutschen Freestyle-Piloten und hat schon wirklich eindrucksvolle Flüge in Bruchsal gezeigt und jetzt auch hier bei Airshow der Film unterwegs vom Allerbesten mit der Skywing-Maschine. Hauptsächlich fliege ich im Sparten Freestyle. Ich fliege aber auch Segler, hier mal ein Warbird, Schleppmaschine, also eigentlich rundum, aber hauptsächlich nur Freestyle. Ich baue auch gerne, ich bin täglich unten in meiner Werkstatt und baue auch mit meinem Vater sehr viel zusammen, egal ob das jetzt Eigenbauten sind oder halt auch IAF-Baukästen. Für mich, für meinen Vater, für Freunde, da sind wir immer sehr, sehr hilfsbereit und das machen wir auch sehr gerne und da gibt es immer sehr viel zu tun. Ja, Spezialität von Dennis Gutowski, Riffle Rolls, Drehrichtung egal. Ich habe auch schon mal verrückte Figuren gesehen, ein gesnappter Rollenkreis, wo er einen Rollenkreis macht und permanent Snaps fliegt. Das Tolle beim Dennis ist, er denkt sich auch immer wieder neue Figuren aus, löst dadurch auch ein Stück weit Trends aus, ist einer der ersten, der Twin Peaks mit Großmodellen geflogen ist und entwickelt sich auch so immer weiter und hat einen wirklich besonderen Flugstil im Bereich 3D und ist somit auch Idol und Vorbild für viele Jugendliche. Und jetzt kommt er hier mit Riffle Rolls an. Leute, schaut euch das an. Die Drehgeschwindigkeit ist abartig hoch. Und er hat das Modell völlig unter Kontrolle dabei. Ja, Torque Roll, Dennis Gutowski, meine Damen und Herren. Ein Klassiker, mittlerweile oft nur noch kurz geflogen. Das Figurenrepertoire ist riesig groß. Ein Flug geht meistens so 6 Minuten und da möchte man auch zeigen, was man kann. Mein Lieblingsmodell aus dem Sortiment von Multiplex wäre, das gibt es leider nicht mehr, ist aber die Extra 330 SC, wobei ich zur aktuellen Akkumaster tendieren würde. Das ist einfach für Freestyle, egal ob jetzt für Fortgeschritten oder Anfänger, ist das ein super Modell. Und ansonsten bin ich ein großer Freund vom Funray. Der geht einfach super, egal ob jetzt am Hang oder in der Ebene. Einfach ein klasse Modell, haben die Jungs super auf die Beine gestellt. Ja, was bei ganz normalen Menschen der Landeanflug mit Landeeinteilung ist, das ist jetzt hier beim Dennis im Prinzip gerade der Fall. Er bereitet sich jetzt hier auf die Landung vor und kommt herein aus dem Harrier. Dennis Gutowski, jawohl. Super gemacht. Jetzt nochmal die Close-Ups von Dennis Gutowski mit der Skywing Laser 260 Hightech 9381 Servos, ein 3W-Motor drin. Dennis Gutowski, unser Freestyle-Monster aus dem Multiplex-Team. Mein Name ist Dominik Grebe, ich bin seit 2007 im Multiplex-Team. Ja, Dominik Grebe vom Genre her ein Seglerpilot, ist da auch sehr erfolgreich drin, hat schon einige Meisterschaften geflogen
fliegt auch Jets. Davor ist er den Viper Jet geflogen, eine Firma Tomahawk, eine BAE Hawk und jetzt hier die F100, in dem Fall von der Firma Kauf Models. Er zeigt uns heute ein Solo-Display. Oft ist er unterwegs mit seinem Wingman, dem Thomas Naumann. Der hat ein baugleiches Modell. Beide Modelle mit Hightech-Servos ausgestattet. Ja, und jetzt geht's direkt los. Dominik Grebe mit diesem wunderschönen Scale-Modell. Sehr markante Linienführung. Dadurch, dass der Lufteinlass auch vorne in der Nase integriert ist bei der F100. Ja, und die beiden Staurohre, eins in der Nasenspitze, eins an der rechten Tragfläche, machen das Modell wirklich besonders sehenswert. Lackierung ist jetzt hier von den Thunderbirds. So wurde das Flugzeug in den 50er und 60er Jahren von der amerikanischen Kunstflugstaffel geflogen. Heute setzen die Thunderbirds die F-16 ein, aber damals die F-100. Und die F-100 selber ist vom Baujahr her 1953, also beziehungsweise dort fand der erste Flug der F-100 statt. Und es ist nach wie vor ein sehr tolles Flugmodell aufgrund der markanten Linienführung. Und es hat auch eine sehr gute Konfiguration, weil nämlich die Tragflächen und die Leitwerke vom Abstand und vom Hebelverhältnis sich sehr gut als Modelljet anbieten. Und so kann man dann auch wirklich tollen Kunstflug machen. Dominik zeigt uns das hier in Perfektion mit Rauch unterstützt. Und jetzt kommt er hier rein mit gesetzten Landeklappen. Ist wirklich ein sehr tolles Flugbild, die F-100 hier von Dominik Grebe. Die Modelle von Carve werden als AF-Modelle hergestellt. In dem Fall kommt das Modell fertig lackiert und muss dann im Prinzip nur noch mit den Elektrokomponenten und der Turbine ausgestattet werden. Dominik und Thomas, die haben die Modelle noch verfeinert mit Scale-Details und einem leichten Weathering. Wirklich ein tolles Flugzeug. Ja, die Visitenkarte von den Jetpiloten ist immer der Cockpit-Ausbau. Auch der ist hier ganz toll gemacht. Das müssen sie sich irgendwann mal in echt anschauen. Wenn da mal wieder Messen stattfinden und Flugtage, kann ich nur empfehlen. Wenn die zwei fliegen, dann brennt die Luft. In dem Fall hier jetzt der Dominik im Solo-Display. Und man sieht, er macht das nicht erst seit gestern. Er hat das Modell komplett im Griff. Ist auch sehr wertvoll, so ein Flugzeug. Also man spricht hier von locker 15.000 bis 20.000 Euro, wenn so ein Flugzeug dann fertig ist. Und ja, da muss man halt auch wissen, was man tut. Jetzt ist das Fahrwerk draußen. Die Landeklappen sind gesetzt. Man erkennt sogar die Scheinwerfer, die auch ausfahrbar sind bei diesem Modell. Und da kommt er rein zur Landung. Schauen wir mal, ob er das hier auch so gut hinkriegt, wie wir es gewöhnt sind. Jawohl, perfekte Dreipunktlandung von Dominik Grebe mit seiner Carve Models F100. Wirklich ein ganz toller Jet. Ja, und meine Damen und Herren, auch hier nochmal die Close-Ups von Dominik. Da sieht man die Landescheinwerfer, die Rauchanlage, die Flächensmokes. Ganz tolle Bilder. Der F100. Jetzt hier am Start, meine Damen und Herren, Chris Werner, sehr bekannter Pilot, auch auf vielen Veranstaltungen und Events unterwegs, mit seiner Carbon Carb, mit seiner Pits und mit anderen tollen Großmodellen. Jetzt zeigt er uns hier die Carbon Carb aus dem Hause Gruppmodellbau. Und da hebt er gleich ab. Chris Werner mit der über 4 Meter großen Carbon Carb.
Wunderschönes Flugzeug, startfrei für dich und los geht's. Ja, also die Carbon Cup hat eine Spannweite von 4,26 Meter, also ist wirklich recht großes Modell. Und fliegt einfach super, es macht total viel Spaß, wie ihr auch später mal im Video sehen werdet, kann man damit schön Scale rumduckern mit gesetzten Klappen, kann da in 5 Meter Höhe einen ganz engen Kreis fliegen, ohne dass das Flugzeug jetzt, sag ich mal, kibbelig wird und abreißt, also Hammerflugeigenschaften und man kann natürlich auch ein bisschen mehr machen, sag ich mal, ich habe meine ein bisschen umgebaut, ich habe die Querruder mit nach oben genommen, beziehungsweise die Landeklappen mit Querruder nach oben genommen, habe bei mir den Höhenruderausschlag vergrößert und jetzt kann man auch ein bisschen 3D damit fliegen. Zu den Komponenten, also ich habe einmal den Vierzylinder eingebaut und dann eine Powerbox Competition in Kombination mit den DR12 Kompaktempfängern. Die habe ich eigentlich in jedem Flieger drin und ja, hat sich bisher super bewährt, auch in Segelfliegern durch die schmale Bauweise kann man da halt auch den in einem F3B Segler super einsetzen. Jetzt kommt er hier im Flachtrudeln runter, meine Damen und Herren, Chris Werner. Und da sieht man auch, dass er die Ruderflächen deutlich vergrößert hat. Schauen Sie mal den Höhenruderausschlag an, was jetzt damit möglich ist. Und er fliegt das wirklich wahnsinnig gut vor, das Flugzeug. Viel mehr geht mit so einer Carbon Cup, die ursprünglich von einer Piper abstammt, gar nicht. Also hat das Modell schon wirklich toll im Griff und zeigt uns hier wirklich beeindruckende Flüge und tolle Figuren mit diesem Modell der Firma Grupp-Modellbau. Das Flugzeug selber ist ein Holz-AAF-Baukasten. Es kommt fertig bespannt beim Kunden an. Folie ist in dem Fall die Ora-Cover-Folie. Und man muss dann nur in Anführungsstrichen die Servos und den Motor einbauen und das Fahrwerk und das Leitwerk montieren. Aber der Chris hat hier jetzt noch etwas mehr Arbeit reingesteckt. Er legt immer besonders viel Wert auf eine komplett unsichtbare Verkabelung. Das heißt, wenn man da in das Flugzeug reinschaut, da sieht man kein einziges Kabel drin. Und auch hier sieht man, dass die Landeklappen nach oben ausschlagen können. Er hat sich das Flugzeug so umgebaut, dass solche Figuren damit möglich sind. Hat da noch etwas mehr Arbeit reingesteckt. Was auch immer nicht zu verachten ist, er fliegt jetzt hier einen Vierzylinder der Firma 3W, in dem Fall ein 140er Motor. Und er legt besonders viel Wert auf eine perfekte Zwangskühlung. Das ist sehr wichtig. So kann man dann auch an warmen Sommertagen solche Manöver fliegen, ohne dass man Gefahr läuft, dass der Motor überhitzt. Wenn Sie da Tipps dazu wollen oder Anregungen brauchen oder suchen, dann folgen Sie uns auf Instagram und YouTube. Folgen Sie auch dem Chris Werner. Er hat den Namen Wernersen der Mechaniker und macht dort immer wieder Tutorials, wie man solche Motoren so einbaut, dass sie halt lange funktionieren oder nicht überhitzen. Und dass man auch mit Vierzylindermotoren solchen Konstrukt betreiben kann. Die Firma Grupp Modellbau hat eine ganze Palette an Großmodellen im Programm. Und da gibt es einiges von Kunstflugzeugen, Schleppflugzeugen und auch teilweise Segelflugzeugen. Da ist bestimmt auch für jeden was dabei, der sich in dieser riesengroßen Kategorie Flugmodelle austoben möchte. Jetzt kommt er rein zur Landung. Perfekt aufgesetzt. Carbon Cup, Chris Werner. Danke für diesen Flug. Jetzt nochmal die Slow-Mos von Chris Werner und seiner riesengroßen Carbon Cup hier im Flachtrudeln. Man sieht die riesengroßen Ausschläge. Wahnsinnig tolle Bilder. Richtig schöner Flug. Jetzt sehen wir Thomas Höchsmann mit einem Modell seiner eigenen Produktion, eine Beechcraft Bonanza. Ja, Sie hören es schon,
ein wunderschöner Motorensound, in dem Fall ein Jurisch 160er Vierzylinder Boxer Viertaktmotor. Vertrieben wird der Motor vom Ulrich Treitz, ebenfalls ein Teampilot aus dem Hause Multiplex. Und jetzt schauen wir uns mal die Bonanza an vom Thomas. Das Modell hat eine Lackierung von Daniel Hirscher, DH Colorworks, mit einer der besten, oder wenn nicht sogar der beste Lackierer der Modellflugszene. Er macht Airbrush-Arbeiten, Lackierungen, ist auch im Bereich Harleys, Motorräder unterwegs. Ich meine, er hat sogar auch schon mal einen echten Hubschrauber lackiert. Also der Mann ist wirklich fantastisch und hier hat er auch dieses Modell veredelt in der Jeppesen-Lackierung. Ja, Thomas Höchstmann setzt ein 16er Wingstabi ein. Und Servos sind hier von Typ D954 auf allen Ruderflächen und 7245 auf den Fahrwerkstüren. Das Fahrwerk selber kommt auch von der Firma Tomahawk Aviation. Hat Electron-Mechaniken drin, aber das Fahrwerk selber ist eine Eigenproduktion. Ja, und Thomas ist sehr erfolgreich, nach wie vor. Mit genau diesem Flugzeug hat er im Jahr 2021 den ersten Platz gewonnen in der deutschen Meisterschaft der Semiscale-Motorflugzeuge und zeigt uns hier wirklich ein wunderschönes Programm mit diesem tollen Flugzeug. Markant an der Beechcraft Bonanza ist das V-Leitwerk. In echt gibt es zwei Versionen, einmal ein ganz normales Kreuzleitwerk und die Version mit dem V-Leitwerk, wobei die Version mit dem V-Leitwerk natürlich die viel markantere ist. Und da kommt er rein, setzt die Butterweich auf. Tolles Flugzeug, Thomas Höchstmann. Jetzt nochmal in Slow-Mo die wunderschöne Maschine von Thomas Höchstmann. Wenn Sie Interesse an dem Flugzeug haben, schauen Sie mal auf die Seite Tomahawk Aviation. Danke Thomas für diesen wunderschönen Flug und es geht direkt weiter. Der Pits sind verbaut Hightech-Servos, dann die Powerbox bei hier natürlich und ein 3W 210 Kubikzentimeter Motor. Und das Modell habe ich selber gebaut aus einem Bausatz von Weyershäuser EMHW. Habe sie entsprechend abgeändert, dass sie halt auch wirklich im Detail genau der Originalen entspricht. So, da ist er gestartet. Rainer Kamitz mit seiner Pits aus dem Hause EMHW, Bodo Ulbricht. Und er zeigt uns hier präzisen Kunstflug mit diesem Doppeldecker. In echt ein relativ kleines Flugzeug, also man muss sich das so vorstellen, wenn man da drin sitzt, dann hat man von der rechten und von der linken Schulter bis zum Rumpf eigentlich gar keinen Platz mehr, sondern ist da schon so reingequetscht. Später wird er uns auch noch ein Display mit seiner echten Pits zeigen, in der gleichen Lackierung. Ja, und der Rainer, der baut alle seine Modelle immer selber, lackiert die auch selber. Und ist schon wirklich absoluter Profi in seinem Bereich. Ja, die Pits hier, die ist relativ groß mit 3 Meter Spannweite. Und ich weiß es, er hat es mir mal erzählt, er hatte hier sogar ein Gewichtsproblem mit dem Flugzeug. Also er war da ganz knapp, weil er hat nämlich eine Rauchanlage verbaut und ja, hier diesen 3W 200er Zweizylindermotor in dem Fall und dann hat er tatsächlich die obere Tragfläche nochmal abbespannt, weil das ganze Flugzeug war nämlich mit Gewebefolie bespannt und dann hat er die obere Tragfläche mit normaler Orakammerfolie bespannt und ja, letztendlich so das Gewicht rausgeholt, dass er unter 25 Kilo kommt. Also auch da ist er wirklich krass unterwegs, dass man jetzt ein fertiges, perfekt gebautes Flugzeug nochmal auf den Bautisch legt, um es nochmal zu ändern. Aber so ist er halt, der Rainer. Es ist trotzdem lackiert worden dann, also hat die Folie dann überlackiert. Und der optische Unterschied ist wirklich auch von nahem nicht, fast gar nicht nachzuvollziehen oder
Es sieht einfach nur toll und perfekt aus, dieses Flugzeug. Gewicht von dem Modell liegt tatsächlich bei 24,9 Kilo. Das heißt, ich habe sie wirklich auf dieses Gewicht hingebaut, damit wir 100% unter 25 Kilo sind, weil Zulassung wegen einem halben Kilo machen wir nicht. Ja, die Firma EMHW, die bietet wirklich tolle Holzbausätze an. Da können Sie sich auch gerne mal informieren auf der Homepage. Die haben Pizzen, Kristen Eagle, Challenger, Ultimate, aber auch Schleppflugzeuge vom Typ Belanca. Ja, schauen Sie mal auf die Homepage www.emhw.de. Das ist die Seite von Bodo Ulbricht. Da findet man diese tollen Holzbaukästen, wie jetzt hier auch diese Pits mit 3 Meter Spannweite. Ja, Rainer, der fliegt immer und auch alles ohne Expo. Und er hat das einfach im Gefühl, er ist wirklich ein toller Modellflugpilot. Und auch ein manntragender Pilot, er hat das im Blut, wie er auch vorhin schon mit der Futura gezeigt hat und auch später noch mit der manntragenden Pits zeigen wird. So, da winkt er jetzt ab. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern. Da kommt er rein zur Landung. Und er setzt auf Rainer Kamitz. Hier jetzt nochmal die Slow-Mo-Aufnahmen dieses wunderschönen Doppeldeckers vom Typ Pitts S1. Mit einer Rauchanlage drin, der Firma Powerbox. Und ich sag nur danke Rainer für diesen tollen Flug. Jetzt wird's bunt und zwar zeigen wir euch jetzt mal unseren Schaumblock, so wie bei den Airshows auch. Starten dabei mit dem Modell Funjet 2, hier jetzt mit einer Vektorsteuerung drin. Multiplex Lieblingsmodell im Moment, der Funjet mit dem Vektor. Macht eigentlich viel Spaß, kann man von schnell bis langsam mit dem Kreisel, mit dem Wingstabi in Verbindung. Eigentlich eine coole Sache. Ja, das ist er hier, der Funjet 2, in dem Fall jetzt pilotiert von Michael Sommer. Auch lange bei uns schon im Multiplex-Team dabei und technisch sehr versierter junger Mann, der sich auch mit Software auskennt und da immer weiter optimiert und auch mit Wing Stabi als Dr. Stabi bekannt ist mittlerweile. Ja, Funjet bieten wir an in zwei Versionen, einmal als Funjet 2 und als Funjet Ultra 2. Das ist dann die normale Version und die Speed-Version. Und es geht direkt weiter in der Kategorie Speed. In dem Fall jetzt hier mit unseren Race-Modellen. Man sieht hier jetzt Fun Racer, Dogfighter und Race Wolves. Race Wolves, das neueste Flugzeug, nachempfunden aus einer Focke Wulf FE190. Ja, der Fun Racer ist eher so eine P51. Und hier kommen wir vorbei zu fünft in dem Fall. Auch immer ein großer Punkt auf unserer Airshow. Wir waren zeitweise schon mit 21 Modellen gleichzeitig in der Luft, sind dann auch zu 19 gelandet. Bisschen Verlust ist immer, aber das ist immer eine tolle Sache. Ja, und hier Spezialversion des Funracers, in dem Fall eine Version mit Methanolantrieb. Ja, vielleicht sage ich da noch selber was dazu. Das Experiment ist letztendlich ein Funracer gewesen. Vielen Dank hier an der Stelle an den Felix Geipel. Das ist bei uns intern mal so eine Challenge gewesen. Wir haben angefangen, LaPorte-Modelle umzubauen auf Verbrennerantrieb, Methanolantriebe. Und der Felix, der hat bei uns CAD konstruiert, ist dann letztendlich der Liebe wegen nach Bremen, nach Norddeutschland gezogen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, den Ort. Und er hat diesen Funracer gebaut, noch in der Zeit, als er bei Multiplex war. Und ich habe ihn jetzt fertig gemacht, vor 3 Tagen oder so. Letztendlich musste ich nur Schläuche einbauen und den Tank festmachen. Dann war das Ding fertig. Und den haben wir heute hier eingeflogen. Und es ist total witzig. Also es ist ein ganz normaler Standard Funracer. Motor ist ein 3,5 Kubik Thunder Tiger Motor. Und das Flugzeug, es fliegt total witzig. Also wir haben vorhin mal ein Wettrennen gemacht. Haben wir mal geschaut, welches ist das schnellste Flugzeug von diesen Race-Modellen. Oder ist der Funracer mit Verbrennerantrieb langsamer oder schneller, aber er ist letztendlich ungefähr gleich schnell.
wie die Elektroversion. Interessant ist, dass der Methanolsprit dem Elapor überhaupt gar nichts ausmacht. Also wenn man da irgendwie Lust drauf hat, das zu machen, es ist natürlich eine Riesensauerei, aber es ist auch eine Riesengaudi, dann kann ich das an der Stelle nur empfehlen. Ja. Die Zukunft wird wahrscheinlich nicht der Methanolantrieb sein in Schaummodellen, aber es macht einfach mega Spaß, es ist mal was anderes und es war jetzt auch heute hier sowas, das haben wir alle mega lustig gefunden und haben da richtig Spaß mit gehabt. Ja, ihr seht es, wir hatten wirklich viel Spaß mit den Schaummodellen, mit den Race-Flugzeugen, speziell mit dem Funracer und mit dem Racewolf, beides aktuelle Modelle. Racewolf, das neuere Flugzeug, schaut es euch mal an bei uns auf der Homepage www.multiplexrc.de. Da geht's direkt weiter mit einem Funray und Easyglider. Mein Multiplex-Lieblingsmodell ist aktuell der Funray, weil er halt einfach auch komplett durchs Grundzugprogramm geht, aber auch mal am Hang oder so sich gut fliegen lässt, aber auch in der Ebene ein absolutes Spaßgerät und ist dann immer dabei Modell. Ja, Funray hat 2 Meter Spannweite, Servos sind HS65HB und also wir haben ein Carbonit-Getriebe. Das ganze Modell wird von einem 3S-Antrieb befeuert. Hier ein Roxy-Motor, Akkugröße sind 2600 mAh, 3S. Und damit hat man dann 8 Minuten Flugzeit, wenn man den Motor öfters mal einschaltet. Und es macht unheimlich Spaß. Ja, Modelle aus Schaum von Multiplex sind natürlich perfekte Trainingsgeräte, um Synchronflug, Staffelflug zu trainieren. Das sind letztendlich auch Modelle, wo man sich das traut. Mit richtig teuren Flugzeugen würde man das vielleicht jetzt nicht direkt machen wollen. Aber so kann man sich halt rantasten, immer besser werden. Und auch unsere Teampiloten und Profis, Wettbewerbspiloten, setzen unsere Modelle ein, um ihr Programm zu trainieren, um Synchronflug zu trainieren und um sich so einfach perfekt aufeinander einzustellen. Bei mir ist momentan der TwinStar ND. Super Modell, zweimotorig, lange Akkulaufzeit damit, sehr lange Flugzeit möglich, Bodenakrobatik möglich, kann aber auch zur Schulung eingesetzt werden. In der Ulrich 3 bin jetzt 38 Jahre alt, komme aus dem Stuttgarter Raum. Multiplex-Team, ich jetzt seit 7, 8 Jahre. Holger war schon etwas länger dabei. Da sehen wir sie, die Boot 209 Monsun von den Treitz-Brüdern, erbaut von ihnen selber. Und zwar nicht nur aufgebaut, sondern auch wirklich laminiert und Flächen selber geschnitten, selber lackiert und Haube selber tiefgezogen. Also wirklich richtiger Eigenbau. Ansonsten der Modellflug von Kind auf und ja, vom Papa mit in das Hobby reinkommen. Jetzt eigentlich viele Flieger selber gebaut oder eigentlich überwiegend selber gebaut, komplett. Fliege aber eigentlich alles von Schaum über Großmodelle, Segelflug, Motorflug, Jet, Heli, die ganze Breite. Ja. Ich bin der Holger Treitz, bin 36 Jahre alt, der kleine Bruder vom Ulrich. Wir haben zusammen mehr oder weniger angefangen, Modellflug zu betreiben. Ich bin seit 2009 schon im Multiplex-Team dabei. Fliege an Flächenflugmodellen alles, was gibt. Hauptsächlich aber, sagen wir mal, Segelflug, Schleppmaschinen und Jets. Wir waren heute da mit meiner Schleppmaschine, mit der Boot 209 Monsun, die ich komplett als Eigenbau gebaut habe. Also kompletter Formensatz, GFK-Rumpf in Sandwichbauweise, Tragflügel, komplett nach Vorbild gebaut. Ja, einwandfreies Schleppflugzeug. Schlepp kann man aber auch gut Kunstflug machen, wenn man mal nicht zu schleppen hat. Ja. Und ich hatte die ASG 32 dabei von Tomahawk Aviation, ein Nachbau des 20 Meter Doppelsitzers von Alexander Schleicher mit 7,70 Meter Spannweite in Voll-GFK. Servos haben wir eigentlich in den Großmodellen hauptsächlich Standardgröße-Servos drin, nicht so auf die großen Ruder, sagen wir mal, an der Schleppmaschine, auf die Landeklappen oder auf dem Seitenruder ist so
so D955er mit Titangetriebe, einfach von der Haltbarkeit deutlich länger, vor allem bei den großen Rudern. Ansonsten auch quer und Höhe und so ist aus 6,45er, einfach mit 10, 14 Kilo Stellkraft völlig ausreichend ist. Ja, im Segler auf die große Ruder auch die D955 und dort, wo sagen wir, das von der Baugröße nicht reinpasst, das D250MD, das ist eine Klasse 15 mm Servo, wo schön leicht ist, aber doch viel Kraft hat. Ja, die Treitz-Brüder, Modellflieger von klein auf, bauen wirklich tolle Flugzeuge und sind, wie schon gerade erwähnt, seit 2009 bei uns im Team. Aus Neckar-Thalfingen, wie man vielleicht gehört hat. Insider kennen sich da aus. Ja, ich weiß gar nicht, ob er es jetzt gesagt hat, aber der Motor ist auch ein Jurisch 160 hier, ein Vierzylinder, Viertakt-Boxermotor, den der Ulrich, das ist hier der Linke im Bild, zukünftig auch vertreiben wird, diesen Motor. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, dann können Sie sich an den Ulrich Treitz wenden. Ein wunderschönes Flugzeug, die ASG 32. Hier jetzt von der Firma Tomahawk Aviation, Pilot der Holger Treitz. Einfach ein fantastisches Flugbild, dieses Segelflugzeug. So, und da kommt er rein. Die Störklappen sind ausgefahren. Er setzt auf. Jawohl. Holger Treitz. Hier jetzt noch mal ein paar Shots, ein paar Slow-Mo-Aufnahmen von diesem wunderschönen Schlepp. Einfach eine zeitlose Maschine, die Bo 209 Monsun. Danke für den Flug, ihr zwei. Startfrei für Michael Sommer. Ja, Michael ist bei uns bei Multiplex auch schon lange im Team, auch intern bekannt, hat uns auch schon oft geholfen im Bereich Softwareentwicklung, selber Softwareingenieur und kennt sich bestens aus mit dem Wingstabi und der neuesten Version Wingstabi Evolution, die auch auf seinen Wunsch hin letztendlich entwickelt und mit ihm zusammen fertig gemacht wurde. Ja, und diese Version hat er auch hier drin in der GB. Das ist jetzt die GB aus dem Hause Andreas Dehn. Nicht zu verwechseln mit der Carve GB. Die Andreas Dehn GB ist etwas anders aufgebaut. Sie hat eine Styro-Abachi oder Styro-Balsa-Fläche, die mit Folie bespannt ist und einen GFK-Rumpf. Das ganze Modell wurde veredelt von der Firma JR Folien Design. Und Michael hat hier einen ZDZ 80 Zweizylinder-Boxermotor eingebaut und Hightech-Servos vom Typ D954 in Verbindung mit einem Wingstabi Evolution und GPS. So kann er jetzt bei verschiedenen Geschwindigkeiten verschiedene Regelstufen hinterlegen. Es ist in dem Fall so, dass wenn das Modell schneller fliegt, der Kreisel etwas weniger kreiselt und wenn es langsamer fliegt, der Kreisel etwas mehr eingreift. Und so ist es auch möglich, Modelle, die, sag ich mal, nicht gerade für ihre perfekte Auslegung in Form von Längen- und Spannweitenverhältnis bekannt sind, wie zum Beispiel eine GB, wirklich perfekt zum Fliegen zu bringen und perfekt vorzufliegen, so wie Michael uns das hier zeigt. Ja, das Modell hat er selber gebaut, zusammen mit seinem Vater, der auch schon sehr lange im Modellflug aktiv ist. Hier kommt er rein.
So landet man eine GB. Michael Sommer, vielen Dank für deinen tollen Flug. Sehr schönes Modell der GB. Und hier sehen wir sie nochmal in den Close-Up-Aufnahmen. Ja, danke Michael für deinen tollen Flug. Sehr schönes Modell. Und es geht direkt weiter. Nächster Pilot hier am Start, Werner Kohlberger aus Österreich, fliegt hier jetzt die Krill Ares, und zwar ist das die ganz große Version davon. Bei Krill gibt es drei Größen dieses Flugzeugs, das in Zusammenarbeit mit Sebastiano Silvestri entwickelt wurde. Startfrei für Werner Kohlberger. Er hat ein starkes Triebwerk drin, Elektron Einziehfahrwerk, das jetzt eingefahren ist und wird uns hier 3D-Jet-Kunstflug in Perfektion zeigen. Jetzt fliege ich mit der Frank 250er Turbine, Hightech 951 Servos und ja, ein Wingstab ist verbaut. Ja, es geht extrem gut, speziell beim 3D brauchst du es einfach und kann man perfekt einstellen, dass der Flieger wirklich neutral und komplett gutmütig fliegt. Ja, der Ares oder die Ares, ich weiß jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall kommt das Flugzeug von der Firma Krill Aircraft aus Tschechien. Dort kann man sich dieses Flugzeug in drei Größen bestellen. Die neueste Version ist die Mini Ares. Die ist, glaube ich, für 80er Turbinen oder für 60er bis 80er oder 90er Turbinen. In dem Fall jetzt hier die ganz große für 250er Turbinen vorgesehen. Ja, mein Lieblingsmodell ist der Funray. Kannst Thermik segeln, heizen, Spaß fliegen, alles Mögliche. Die Krill Ares kann in verschiedenen Lackierungen bestellt werden. Die Modelle kommen dann direkt vorlackiert, in der Form fertig lackiert beim Kunden an. Und da kann man sich auch auf der Homepage von der Firma Krill die Modelle selber konfigurieren und verschiedene Farbdesigns einstellen und wie bei einem Kfz-Konfigurator das Modell in 360 Grad Bild anschauen. Das können Sie auch mal gerne machen auf der Homepage der Firma Krill. Und man sieht wirklich, der Werner kommt aus dem Kunstflug, aus dem iMac. Hier macht er einen Rollenkreis mit Rollrichtungswechseln. Und man sieht wirklich, wie er wirklich besonders schön immer auf 90 Grad, beziehungsweise wenn das Flugzeug im Messerflug ist, die Rollrichtung wechselt. Das geht mit dem Ares besonders gut, weil er halt durch den sehr hohen Rumpf auch sehr viel trägt. Und jetzt schauen wir mal, hier ein Rollenabschwung. Die Rollgeschwindigkeit ist natürlich besonders groß für einen Jet. Er nimmt zum Rollen auch die Landeklappen mit. Also die laufen dann einfach mit den Querrudern mit hoch und runter und so kommen dann auch solche Figuren wie zum Beispiel Powerrollen mit einem Jet zustande. So, und jetzt sieht man gleich, dass er einen Vektor eingebaut hat. Und zwar kann man mit dem Modell auch hovern, torken und wirklich 3D fliegen. Dafür ist er gebaut. Flatspin mit einem Jet habe ich das erste Mal gesehen von Enrico Teter und Ralf Losemann. Ich meine, das war im Jahr 2007 oder so. Auch zwei Pioniere, die den Jet 3D-Flug absolut gelebt und perfektioniert haben. Hier kommt er rein zur Landung, Werner Kohlberger mit seiner Krill Ares. Und er kriegt auch Applaus dafür. Da sieht man mal, wo der Schwerpunkt ist von diesem Flieger.
nehme ich ganz weit hinten, damit diese Figuren möglich sind. Und jetzt nochmal die Slow-Mo-Aufnahmen von Werner Kohlberger. Von der schönen Krill Aris. Vielen Dank, Werner Kohlberger, dass du da warst und uns diese tollen Flüge gezeigt hast. Die originale Piz, die fliege ich seit 4 Jahren. Das war für mich so ein Kindheitstraum und irgendwann kam eben der Tag X, wo eine Maschine zum Verkauf stand. Und es war genau so eine Maschine, wo ich mir vorgestellt habe, mit dem entsprechenden Motor, mit der entsprechenden Zulassung, auch deutsch zugelassen. Und da habe ich dann zugeschlagen und seither trainiere ich mit der Maschine relativ viel, bin auf Flugshows unterwegs und der Flieger, der macht einfach richtig Spaß. Smoke-System einbaut. Und das Ding geht richtig gut. Damit es auch wirklich jeder versteht, hier fliegt jetzt ein manntragendes Flugzeug, eine Piz S1 und der Rainer Kamitz gerade hier in der Box bei uns im Interview gewesen, der sitzt da jetzt auch wirklich drin. Das muss man sich mal geben, was da für Kräfte wirken. Zugelassen ist die Piz S1S in diesem Fall auf plus 6 und minus 3 G. Das heißt, das Sechsfache des eigenen Körpergewichtes darf man dann spüren, wenn man das möchte. Und ja, so macht der Rainer das. Das Flugzeug wird und wurde eingesetzt im manntragenden Kunstflug, auch in Wettbewerben. 1972 hat Charlie Hillard mit diesem Flugzeug damals die Weltmeisterschaft gewonnen in der Klasse Unlimited. Heute wird das nach wie vor geflogen, aber eher in den Klassen Sportsman und Intermediate. Ich denke mal, in der Advanced und in der Unlimited-Klasse, da sind jetzt heute Modelle wie zum Beispiel die Extra 330 SC oder Extra NG eher die Modelle, womit man was gewinnen kann. Aber die Piz ist nach wie vor Kult und ein als Modell sehr beliebtes Flugzeug und auch im Original wirklich ein absolut tolles Flugzeug. Das Original hier in dem Fall von Rainer Kamitz ist ein Factory-Build, die Piz S1. Und auch die S1T und die S2, die wurden als Factory-Builds angeboten. Es gab auch die Möglichkeit, die Modelle nach Plänen selber zu bauen. Ich sage immer die Modelle, in dem Fall die Originale, nach Plänen selber zu bauen. Es gab auch Bausätze zu diesen Flugzeugen. Mittlerweile rechnet sich es fast nicht mehr, diese Flugzeuge herzustellen. Die Rechte von diesem Original liegen jetzt bei der Firma Avight. Das ist auch die Firma, die jetzt zum Beispiel die Husky im Programm hat. Aber so eine Piz S2C zum Beispiel, das wäre die doppelsitzige Version davon, die kostet ungefähr 400.000 US-Dollar. Und da ist es dann halt so, dass ein modernes Kunstflugzeug vom Typ Extra NG oder Extra 330 SC etwa dasselbe kostet. Und es ist halt dann so, dass man dann doch eher auf das modernere Muster setzt. Ja, die Motoren und Propeller, die kosten immer ungefähr dasselbe. Die Arbeitszeit bei einer Piz ist auch nicht weniger als bei einem modernen Flugzeug und daher resultiert auch der Preis. Rainer hat jetzt in seiner S1S einen 180 PS Lycoming Motor drin. Das ist ein Vierzylinder Motor, der wirklich ordentlich Leistung hat in dem Flugzeug. Die kleinste Motorisierung für eine Piz S1 ist ungefähr 160 PS. Es gibt aber auch Versionen, wo dann mit bis zu 250 oder sogar 300 PS geflogen werden. So, und da winkt er ab. Rainer Kamitz, vielen Dank für deinen tollen Kunstflug, den du uns hier mit deiner echten Piz gezeigt hast. Ich bin Philippe G., ich komme aus Frankreich. Also ich mache Modellflug seit 25 Jahren ungefähr und fliege mit dem Multiplex-Team seit 10 Jahren. Und er zeigt uns hier eine L39 aus dem Hause Tomahawk Aviation. In dem Fall die 25 Kilo Version. Ich bin immer vorher mit die Cockpit SX und die Profi TX geflogen und seit dieses Jahr fliege ich jetzt die Core
mit M-Link-System und bin damit total zufrieden. Und erhebt sie ab, die L39 Philipp J. Heute habe ich also eine L39 Albatros der Firma Tomahawk Aviation mitgebracht. Das ist schon ein großes Modell, 3,50 Meter lang und ist knapp unter 25 Kilo. Also alle Servos waren in dieses Modell sind iTech Servo D955 und der Empfänger ist ein RX16 Master. Und das passt, der Kombo ist perfekt, gefällt mir. Also der Alba, was mir gefällt in diesem Modell, also der ist jetzt noch komplett neu, also das war heute der 7. und der 8. Flug und das Modell also wiegt knapp also 24,8 Kilo voll und die Turbine ist ein Kingtech 210, die bringt wirklich guter Schub mit diesem Modell, also ist ziemlich einfach zum Fliegen, muss man sagen, der Flieger ist schon gut konzeptiert, also die Bausatz war komplett, das ist schon klasse, alles kommt, also alle kleinen Teile, Fahrwerk und alles. Man muss halt ein bisschen lang dran bauen, weil das ist doch ein Bausatz für Modellbauer, dann muss man viel Sachen kleben, muss man die lackieren, muss man alles aufmontieren, aber dann haben wir auch Spaß und das ist so ein Trainingsmodell, also für die Schulung in Kunstflug, kann man das sagen. Und das ist also im Modellbau auch so. Da ist also Kunstflug, der kann gut Kunstflug machen für einen Jet. Und das gefällt mir und das ist nicht so wie ein Sportjet, aber ein Scalejet und das gefällt mir. Also ich habe andere Jets, also ich fliege meistens also die Jets, die Segler-Jets. Ich habe die große Fox von der Firma Paritech gehabt und jetzt im Moment fliege ich der Puls von der Firma Paritech mit einem 10 Kilo Turbinen drauf und mit das habe ich wirklich viel Spaß. Da kommt er rein zur Landung. Super sauber aufgesetzt, Philipp J. mit seiner L39. Jetzt nochmal in Slow-Mo die schönen Aufnahmen dieses tollen Flugzeuges. Und es geht direkt weiter. Jetzt haben wir hier den Ulf Reichmann und den Alexander Schick. Modelle sind jetzt hier die SZD59 von der Firma Paritech. Und zwar ist das jetzt die etwas kleinere Version. Diese Modelle haben um die 3,40 Meter Spannweite. Der Alex Schick hat einen Klappimpeller drin, während der Ulf Reichmann einen FES-Antrieb hat, also einen Propeller vorne drin. Zum SZD, dort überall die D145, die Flächenservos, die flachen, in Verbindung mit einem Klappimpeller von der Firma Jetflex, an 6S mhm. und geflogen mit der Powerbox Core und einem 12er DR-Empfänger. SZD59, auch eines der Lieblingsmodelle aktuell, da halt auch durch die Ansteckohren sehr breites Einsatzspektrum, mit den langen Ohren auch gut mal Thermikflug möglich, also entspannte Thermik-Abendflüge. Macht man dann die Außenohren ab und hat die kurze Spannweite, ist es ein reiner Akkusegler und geht ja auch durch das komplette Kunstflugprogramm. Mit dem Impeller natürlich dann etwas interessanter und dynamischer zu bewegen als jetzt als reiner Segler. Aber das macht ihn halt so ein bisschen alleinständig oder als Einzelmerkmal. Jetzt hier das Modell von Alex Schick. Alex Schick, auch bei uns schon lange im Team,
damals ausgezeichnet worden vom DMFV mit der goldenen Leistungsnadel und der diamantenen Leistungsnadel für seine Leistungen im Modellflug als Jugendlicher. Er ist wirklich ein begnadeter Pilot und mit ihm zusammen zu fliegen macht immer Spaß, weil man da wirklich weiß, er hat es hundertprozentig drauf und man kann sich auf ihn verlassen. Fliegt unter anderem auch Hubschrauber, Jets, Kunstflugzeuge und ist in allem, was er am Knüppel hat, wirklich perfekt unterwegs. Die STT-59 ist wirklich ein schönes Flugzeug in einer tollen Größe. Wenn Sie Informationen dazu haben möchten, dann schauen Sie mal im Internet auf der Seite Paritec. Viele Grüße an den Uwe Riem an der Stelle. Er ist der Chef von der Firma und stellt diese wunderschönen Modelle her. Das ist jetzt so eine Größe, die man wirklich auch sehr gut am Hang fliegen kann, die man auch noch selber werfen kann, die man dann irgendwie ins Urlaubsgepäck noch irgendwie mit reinnehmen kann, wo man jetzt nicht hier das ganze Auto mit einem Flugzeug voll hat, sondern wo man dann auch noch zum Beispiel seine Frau oder Kinder mitnehmen kann. Das ist wirklich ein schöner Flieger in einer tollen Größe. Jetzt kommen sie hier rein zur Landung. Ulf Reichmann und Alexander Schiek. Sehr schön vorgeflogen. Und auch von diesen Modellen sehen wir jetzt gleich nochmal die Slow-Mo-Aufnahmen. Hier in der Vier-Zeiten-Rolle die Maschine von Alex Schiek. Und die andere von Ulf Reichmann. Danke, ihr zwei. Jetzt am Start Lukas Nack hier, die ZLIN 50L von der Firma FW. Viele Grüße an dich, Pascal Heil und Matthias Paul. Danke Matthias, dass ich den Flieger hier fliegen durfte. Das hier ist ein Viertaktmotor drin, startfrei für die ZLIN Z50L, ein im Original tschechisches Kunstflugzeug aus den 70er und 80er Jahren. Hier jetzt von der Firma FW Modell. Die ZLIN 50L ist eine einsitzige Kunstflugmaschine, jetzt hier im Maßstab keine Ahnung, aber hat 2,85 Meter Spannweite von der Firma FW Modell. Also vielen Dank, Matthias, dass ich dieses Flugzeug heute fliegen durfte. Der Flieger gehört mir nicht, der gehört Matthias Paul von der Firma FW Modell. Die konnten heute leider nicht da sein, so wie der Pascal Heil. Auch viele Grüße an dich an der Stelle. Vielen Dank, dass ich das Flugzeug ausleihen durfte, fliegen durfte. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Wir haben auch dort dann ein Wingstabi eingebaut, jetzt neu in der Evolution-Version mit GPS. Dort haben wir eine geschwindigkeitsabhängige Regelung. Das heißt, wenn wir schnell fliegen, dann haben wir eine geringere Regelung. Und wenn wir langsamer fliegen, haben wir eine größere Kreiselregelung. Und das ist in diesem Flugzeug eingebaut. Fliegt sehr schön. Auch hier mit Rauchanlage von der Firma Powerbox ausgestattet. Servos in dem Flugzeug sind vom Typ G980. Und ja, ansonsten, Motor ist ein Wallach 140 Viertakt, Zweizylinder Boxermotor. Und das Flugzeug ist wirklich ein Traum für alle, die auf Scale-Kunstflug stehen. Es macht einfach Spaß, macht was her und die Oberfläche, die Nieten und so, das sieht halt schon wirklich toll aus. Es hat sich natürlich in diesem Flugzeug besonders angeboten, ein Kreiselsystem einzubauen. Die ZLIN, die hat von der Konfiguration her die Tragflächen unten und das Höhenleitwerk oben. Dadurch rollt sie jetzt von Grund auf nicht so ganz axial. Der Rumpf ist zudem etwas kurz oder auch kürzer, als es jetzt bei modernen Kunstflugzeugen, wie zum Beispiel in der Extra 330 SC der Fall wäre.
Und wenn man das Modell Scale haben möchte, so wie das auch angeboten wird von der Firma FW, dann ist ein Kreisel eine tolle Unterstützung. Die Flugeigenschaften, die ohnehin schon toll sind, nochmal zu verbessern und dann hier wirklich auch sehr präzise unterwegs zu sein. Jetzt hier in einem Rollenlooping mit relativ langsamen Rollen, die Zlin 50 von der Firma FW. Das Modell kann in dieser Lackierung bestellt werden oder auch silbern. Da kommt es rein zur Landung. Hier sieht man auch den Höhenruderausschlag. Relativ groß. Zlin Z50. Und jetzt nochmal die Close-Up bzw. die Slow-Mo-Aufnahmen von diesem tollen Flugzeug im Slip. Ein sehr schöner Flieger und es geht direkt weiter. Nächster hier am Start ist Thomas Höchsmann mit dem Viperjet, jetzt hier in der 3,5 Meter Version, Maßstab 1:2,8. Modell kommt aus seiner eigenen Firma, von der Firma Tomahawk Aviation. Und hier geht's ab. Fahrwerk wird jetzt direkt eingefahren und dann wird er uns ein tolles Display zeigen mit diesem Flugzeug. Triebwerk ist ein JetCat P220RXI. Das ist eine sehr leistungsfähige Turbine mit einer besonders schnellen Gasannahme. Und er zeigt uns hier Jet-Kunstflug in absoluter Perfektion. Das Flugzeug ist letztendlich in Kooperation mit der Firma FW Models erhältlich und veredelt wurde das Ganze hier nochmal durch die Silke Baumann. Sie hat die Firma Siba Design und bietet dort Aufkleber oder Aufklebersätze für Flugmodelle an und unter anderem auch die Möglichkeit, seinen Flieger von ihr direkt folieren oder mit Aufklebern veredeln zu lassen. Der eingebaute Empfänger in diesem Modell ist ein RX-16 Master. Der Empfänger hat den Vorteil, dass die Akkuweiche integriert ist, sodass ich hier mir einige Komponenten spare. Bei einem so großen Flugzeug ist das auch wichtig, weil hier kratzt man dann doch sehr nah an der 25 Kilo Grenze. Es ist der größte serienmäßig hergestellte Viperjet, den man kaufen kann. Gibt es von der Firma Tomahawk in drei Größen, 2 Meter, 2,50 Meter und 3,50 Meter. Auch Thomas setzt auf die Multiplex Core, die in Zusammenarbeit mit der Firma Powerbox Systems entstanden ist. Wir nennen sie die Core M-Link. Und hier kann man natürlich perfekt dieses Flugzeug damit steuern. Da kommt er auch schon rein zur Landung. Thomas Höchsmann, meine Damen und Herren. Ein ganz toller Flug mit der XXL Viper aus eigenem Hause. In Verbindung mit Multiplex RC-Komponenten. Und hier nochmal die Slow-Mo-Aufnahmen vom Thomas. Hier jetzt am Start Markus Kellerer mit seiner Wilga und hinten dran haben wir den Dominik Grebe mit einer Antares der RC Flight Academy. Die Wilga vom Markus ist jetzt hier die große Tomahawk Wilga. Er hat auch einen Stern drin, in dem Fall ist das der Mucki 250 und der hat auch wirklich den originalen Sound. Die Wilga ist absolut Scale. Das heißt, sie ist absolut dem Vorbild entsprechend in allen Details.
und die zwei zeigen uns hier wirklich besonders schönen Schlepp erstmal. Und da grooven wir uns erstmal ein und genießen diese schönen Flugaufnahmen dieses tollen Schleppgespanns. Die Antares der Firma RC Flight Academy hat eine Spannweite von 7,20 Meter und ist im Maßstab 1 zu 2,5 gehalten. Wiegt ab 17 Kilo. Gehört natürlich dann von den Großseglern her eher zum absolut großen Gerät mit über 7 Meter Spannweite. Die Bilger von der Firma Tomahawk Aviation, hier von Markus Kellerer, hat eine Spannweite von 3,70 Meter und ist im Maßstab 1 zu 3, also im Prinzip fast passend zum Antares, der vom Maßstab her tatsächlich nochmal eins größer ist, mit 1 zu 2,5. Ja, und Markus Kellerer, der ist auch... Wenn ich es recht weiß, ist er letztes Jahr deutscher Meister im F-Schlepp gewesen. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Ich weiß es nicht genau, aber er ist auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Schlepppilot und ein sehr begnadeter Modellbauer. Wenn man bei ihm sich die Modelle mal aus der Nähe anschaut, er hat auch Flugzeuge mit Klappimpellern und ich habe da mal das Spaltmaß gesehen. Das ist unfassbar, mit welcher Präzision Markus hier seine Modelle zusammenbaut und wie schön auch diese Wilga aufgebaut ist. Was für eine Kraft der Moki hat. Der reißt das Modell wirklich nach oben. Und hier kommt er auch rein. Markus Kellerer mit der 3,70 Meter Wilga. Scheinwerfer wird ausgemacht. Und wir sehen die Antares vom Dominik Grebe. Jetzt in einem großen Looping. Das Modell hat natürlich durch die Größe einen wirklich tollen Durchzug. Solche Modelle wiegen dann doch auch Richtung 20, 25 Kilo. Und man sieht, mit welcher Grazie und mit welcher Dynamik das hier auch nochmal aus relativ geringer Höhe geflogen werden kann und was für eine Strecke der Segler dann nochmal zurücklegt. Fahrwerk ist jetzt draußen, die Störklappen sind auch ausgefahren und er wird jetzt hier ebenfalls zur Landung reinkommen. Das war wirklich eine sehr, sehr feine Landung. Wir schauen uns nochmal die Slow-Mo-Aufnahme an. Da sieht man den Moki blubbern. Danke, ihr zwei habt da wirklich schön gemacht. Und es geht direkt weiter hier mit einem weiteren Highlight. Ich heiße Martin Schimpf, ich fliege mein Leben lang schon Modellflugzeug, habe zwischendrin auch mal das professionell betrieben. Ich war einige Jahre beim renommierten Hersteller, habe da Entwicklung und Konstruktion gemacht. Ne? Ja, und bin irgendwo davon weggekommen. Und irgendwann, so letztes Jahr, bin ich mal da in das Multiplex-Team irgendwie reingeschlupft. Der Martin. Martin Schimpf, einfach so ins Multiplex-Team reingeschlüpft, zeigt uns jetzt hier den 2 Meter Viper der Firma Tomahawk Aviation.
Ja, und früher war Martin Schemp kein Unbekannter bei der Firma Graupner Modellbau. Dort war er in der Konstruktion und auch auf vielen Flugtagen und als Werkspilot tätig. Ja, ich habe eine Viper dabei, ne? Das ist eine vom Thomas Höxmann, also von Tomahawk Design. Das ist nur eine von den allerersten. Damals hat man mit dem Flieger auch das Eltron-Fahrwerk probiert. Ne? Ja, und der Flieger ist halt sehr zuverlässig. Mit dem habe ich auch, glaube mal, zwei deutsche Meisterschaften da Kunstflug-Jet gewonnen und habe den halt einfach mal wieder rausgenommen und habe das mal wieder bewegt. Da ist eine BF-100-Turbine drin. Sind ja hochwertige Servos eingebaut. Ne? Ja, und Stefan Graupner, der ist jetzt auch wieder tätig im Modellsport-Business. Es gibt jetzt die Firma SG Modellbau. Auch da lohnt sich mal ein Klick hin auf seine Homepage. Er vertreibt dort Holzbausätze, Spannlacke und Komponenten und Bausätze für den wirklich klassischen Modellbau. Und jetzt hier im Rollenabschwung Martin Schemp mit der 2 Meter Viper. Multiplex, also ich habe einer von den allerersten Lentusse damals gehabt, also außer Prototypen habe ich das viel geflogen. Optimal kommt aus dem Karton raus, man braucht einen Schraubenzieher, das ist ruckzuck Plug and Play. Und so mein Favorite, das ist eigentlich so der Parkmaster. Ne? Parkmaster, das ist so immer für den Kofferraum. Das ist ein bisschen gut motorisiert, das ist ein super Trainingsflieger für den exakten Kunstflug, als ist möglich, auch mit so einem Schaumflieger richtig perfekt zu fliegen. Ja, und sonst fliegt man halt so das Multiplex-Zeug rauf und runter, teilweise auch mit Wasserski auf Wasser und so, ja, super Produkte, wo da verkauft werden, durchkonstruiert. Und ja, wenn man Nachschub braucht, wenn mal irgendwas kaputt geht, ist ruckzuck bei renommierten Händlern und so weiter zu bekommen. Da sieht man mal das unheimliche Geschwindigkeitsspektrum des Flugzeugs. Also man kann ihn wirklich richtig heizen, langsam fliegen. Jetzt hat er das Fahrwerk draußen. Wichtig bei der 2 Meter Viper ist, dass man sie leicht hält, das heißt so wenig Zeug einbauen wie möglich, dann kann man die auch sehr langsam landen. Hier kommt er rein, Martin Schemp, 2 Meter Viper von der Firma Tomahawk Aviation. Sehr schön vorgeflogen und auch hier sehen wir uns nochmal die Slow-Mo-Aufnahmen an. Jetzt geht's direkt weiter. So, der letzte hier am Start ist Michael Sommer nochmal. Jetzt zeigt er uns hier den Eurofighter der Firma Carve Models. Und auch hier wieder ein Wingstabi eingebaut. Sowie eine Afterburner-Beleuchtung in diesem Flugzeug. Ja, der Michi, der steuert den Flieger mit einer Multiplex Powerbox Core M-Link. Ist da auch in der Testphase mit dabei gewesen. Und auch mitverantwortlich dafür, dass das alles so schön funktioniert hier zusammen. Und jetzt schauen wir uns mal den schönen Flug an, den er uns hier zeigt. Mit diesem Eurofighter, den er übrigens komplett selber lackiert hat. Das Design in dem Fall ist von der Firma Andis Folienwelt. Viele Grüße an den Andreas Bohnlechner hier an der Stelle. Jetzt haben wir, glaube ich, heute alle durch. Den JR, den Jörg Redl, die Siba und den Andi Bohnlechner. Fehlt nur noch der PK-Foliencut und dann haben wir alle Firmen, die Designs und Aufkleber für solche Flugzeuge herstellen. Viele Grüße an euch alle, wir kennen uns und wir machen weiter. Jetzt im Flatspin der Eurofighter. Auch hier ein Vektor eingebaut.
Turbine ist eine Evojet 180 verbaut. Servos sind in dem Fall die Hightech 7990 und er hat einen Schubvektor der Firma Bernreiter Lawrence drin. Und damit sind diese tollen Manöver möglich, die er uns hier zeigt. Natürlich dann in Zusammenarbeit mit dem Wingstabi, was er hier in der Evolution-Version fliegt. Und auch der Eurofighter verfügt über ein Staudruckrohr. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man es. Ich meine, es ist im Kabinenhaubenbereich. Und da nimmt er die Geschwindigkeit auf und sorgt so für die geschwindigkeitsabhängige Regelung. Das, was man hinten sieht, sind die Afterburner Lights. Die werden dann immer bei Vollgas dazugeschaltet. Und auch er kommt jetzt hier zur Landung rein. Landescheinwerfern am Fahrwerk dran. Michael Sommer aus Ötheim bei Sinsheim. Jetzt setzt er hier auf. Unser Dr. Stabi, das ist dein Applaus. Und das war auch der letzte Flug bei unserem Airshow der Filmprojekt. Ich hoffe, Ihnen und euch hat's gefallen. Wir schauen uns nochmal vom Michi die Slow-Mo-Aufnahmen an. Hier nochmal im Flatspin. Und da kommt er rein. Danke Michael, dass du uns diesen schönen Flug gezeigt hast. So, jetzt sind wir hier nochmal in der Sprecherkabine. Lukas Nack hier und Alex Stubinski, ich saß hier den ganzen Tag neben dem Lukas und wir haben hier zusammen die Moderation hier unter den Film gelegt. Und erst einmal Dankeschön an alle Zuschauer, an alle von euch, die bis hierhin durchgehalten haben, die den Film bis hier angeschaut haben. Das freut uns sehr, dass euch der Film gefallen hat. Ja, danke auch an dich, Alex. Du hast einen super Job gemacht als Kameramann und als Cutter von dem Film. Wir hatten weitere Kameramänner, das war der Philipp Keindl und der Tim Hack. Auch euch beiden vielen Dank und natürlich an die Teampiloten, die den ganzen Tag mit uns gemacht haben, die hier die tollen Flüge gezeigt haben. Vielen Dank euch und natürlich an den Verein in Bubesheim zusammen mit der Familie Kamitz. Die haben das Ganze möglich gemacht, dass wir auf diesem Platz fliegen konnten. Danke euch. Ja, natürlich hoffen wir, dass wir alle Zuschauer ganz bald wieder live bei der Multiplex Airshow begrüßen dürfen. Live ist einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wenn man wieder an den Würstchenbuden stehen kann, wenn man die Flüge live genießen kann. Und wir hoffen, dass es ganz bald wieder möglich ist. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, teilt das Ganze, teilt es auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Folgt uns, gebt uns Daumen hoch. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald.